28. Dezember, 9.51 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Nun ist es soweit, die Stunde der Wahrheit. Heute wird manches endlich geklärt werden, sehr viele Dinge. Wow! Was soll das? Entschuldigung, Nick, ich habe nur deine Schulter berührt. Noch der Schock von meiner Bekanntschaft mit dem Elektroschocker gestern. Wie dem auch sei, heute ist der letzte Verhandlungstag. Viel Glück, Nick! Ja, danke, Maya. Edgeworth sieht wie immer niedergeschlagen aus. Hoffentlich nimmt ihn von Karma nicht zu hart ran. Was tun Sie da? Entschuldigung, tut mir leid. Ich wollte Sie nur zur Aufmunterung auf den Rücken klopfen. Maya, du solltest dich vielleicht besser draußen entladen? Ja, gute Idee. Versuche, niemandem auf dem Weg einen elektrischen Schlag zu verpassen. Junge! Mann, was ist nur in dieses Mädchen gefahren, ey? Inspektor Gumshoe! Morgen, Herr Edgeworth. Guten Morgen, ja. Wie lief's, Inspektor? Keine Angst, wie versprochen habe ich unseren ausgerissenen Bootsverleiher eingefangen. Hab ihn gerade reingebracht, hat mich die ganze Nacht gekostet, Junge. Aber ich hab mir wie... Danke, Inspektor Gumshoe, Sie sind bestimmt müde. Nach dem Schock, den ich auf dem Weg hierher bekam, fühle ich mich richtig frisch. Yogi sagt, er habe seinen eigenen Namen vergessen, aber das muss eine Lüge sein. Warum sollte er sich an Edgeworth rächen wollen, wenn er sich nicht erinnern kann? Er erinnert sich und ich werde es beweisen. 28. Dezember, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 3. Das Gericht verhandelt nun den Fall Miles Edgeworth. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist bereit. Ja gut, sehr gut. Heute ist der letzte Tag dieses Prozesses. Ich fordere die Anklage auf, maßgebliche Beweise vorzulegen. Verstanden. Kommen Sie, erstarren Sie nicht bei jedem seiner Worte in ehrfürchtigem Schweigen. Nun gut, Herr von Karma, Ihr Eröffnungsplädoyer. Richtig. Dank Inspektor Gumshoe wurde der Bootsverleiher festgenommen. Am gestrigen Verhandlungstag behauptete die Verteidigung, er sei der Mörder. Dies muss er allerdings noch selbst bestätigen. Ich bitte die Verteidigung, ihn hierzu ins Kreuzverhör zu nehmen. Sehr gut. Bringen Sie bitte den Zeugen in den Gerichtssaal. Och ja, bitte nicht wieder her. Sehr geehrte Damen und Herren des Gerichts, ich glaube, Sie erinnern sich alle an unsere Zeugen. Er wohnt im Bootsverleih an See. Von dort aus beobachtete er den Vorfall. Außerdem verlor er vor kurzem seine Erinnerung an seinen Namen und seine Identität. Zeuge! Warum sind Sie gestern weggelaufen? Der Zeuge wollte nicht weglaufen, wie er jetzt aussagen wird. Ich verstehe. Nun gut, fangen Sie mit Ihrer Aussage an. Wo bin ich hier? Wo ist meine Banane? Es tut mir ja furchtbar leid jetzt, dass ich gestern einfach ging. Aber ich bin nicht weggelaufen oder so ähnlich. Nee, bin ich nicht. Das ist falsch. Ich ging Essen für Polly einkaufen, verstehen Sie? Ich ging davon aus, dass ich dem Vorfall sowieso nichts mehr zu tun hatte. Ich meine, ich bräuchte ja ein Motiv, richtig? Und ich hab keins. Deshalb blieb meine Aussage gestern bestehen, weißt du? Also ändert sich nicht. Oh, jetzt gehen wir schon wieder pennen. Nun gut. Lassen Sie uns mit dem Kreuzfeuer beginnen, ja? Er muss seinen Namen kennen. Yanni Yogi. Sie sind Yanni Yogi. Ich werde es beweisen. Tut mir ja furchtbar leid, dass ich gestern einfach ging. Für mich war das gestern weglaufen und nicht einfach gehen. Sie haben Larrys Aussage gehört und gemerkt, dass Sie in Gefahr schweben. Nun, Herr Wright, ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Wie ich schon sagte, der Zeuge ist nicht weggelaufen. Hören Sie die Aussage. Er sieht wirklich entspannt aus. In der Tat, Sie tun es beide, von Karma und Yanni Yogi. Gott, ob das wohl gut geht?
Also, ich bin jetzt nicht weggelaufen oder so ähnlich. Nein, bin ich nicht. Was ist hier los? Warum sind Sie dann gegangen? Er wird es gleich sagen. Fällt es Ihnen so schwer, einfach still zuzuhören, wenn jemand spricht? Wenn ich ruhig bleibe, würde Edgeworth innerhalb von 3 Minuten schuldig gesprochen. Ich ging Essen für Polly einkaufen, verstehen Sie? Essen? Nun, Polly ist ein kleiner Gourmet, verstehen Sie? Sie frisst nur dieses hochwertige Vogelfutter aus Frankreich. Das gibt es nur in der großen Tierhandlung in der Innenstadt. Aber Sie wurden erst heute Morgen festgenommen. Warum sind Sie nicht zu Ihrer Hütte zurückgekehrt? Ich habe mich etwas verlaufen, verstehen Sie? Der Zeuge hat manchmal Schwierigkeiten, sich an Dinge zu erinnern. Als die Polizei ihn festnahm, war er auf dem Weg zurück zur Hütte. Ja, genau. Netter Versuch von Karma. Keiner wird das glauben. Ich verstehe. Er hatte sich also verlaufen. Bitte, euer Ehren, kommen Sie zur Vernunft. Das kann doch nicht wahr sein. Ich ging davon aus, dass ich mit dem Vorfall hier sowieso nichts zu tun habe. Was ist hier denn? Sie haben einen Großteil Ihrer Erinnerung verloren, richtig? Ja, scheint so, ne? Scheiße jetzt. Woher wussten Sie dann, dass Sie mit diesem Vorfall nichts zu tun hatten? Oder sind es etwa Lügen mit der verlorenen Erinnerung, hm? Sie wissen genau, wer Sie sind. Der Zeuge hat klar ausgesagt, dass er sich nicht erinnert, wer er ist. Wenn Sie behaupten, er lügt, müssen Sie es dem Gericht beweisen. Wie soll ich nur beweisen, was im Kopf dieses alten Knackers vorgeht? Das ist unmöglich. Gut, dass Sie zur Vernunft gekommen sind, Herr Wright. Nun gut, Zeuge, fahren Sie bitte fort. Ich bräuchte ja ein Motiv, ne? Sowas. Ich hab ja keins. Wie können Sie behaupten, Sie hätten kein Motiv? Ich sage, Sie haben eins. Sie hegten einen Groll gegen Edgeworth und das Opfer Robert Hammond. Deshalb haben Sie sich an ihn gerecht, nicht wahr? Zwingen Sie mich nicht, mich zu wiederholen, Herr Wright. Der Zeuge hat keine Erinnerung an Dinge, die länger als ein paar Jahre zurückliegen. Er kann keinen Groll hegen, das ist unmöglich. Ich muss beweisen, dass er bezüglich seiner Erinnerung lügt. Ansonsten wird es immer das Gleiche sein, bis zum Ende des Prozesses. Darf ich etwas sagen, Herr Wright? Ja, euer Ehren. Sie haben jetzt immer wieder das Gleiche gesagt. Sie haben seine Erinnerung oder das Fehlen dieser in Frage gestellt. Hat das wirklich etwas mit dem vorliegenden Fall zu tun? Natürlich, euer Ehren. Der Zeuge sagt, er habe nichts mit dem Fall zu tun und kein Motiv. Beide Aussagen sind gelogen. Ruhe! Herr Wright, es gibt einen großen Haken bei Ihrer Behauptung. Oder wollen Sie sagen, dass Sie wissen, wer dieser Zeuge ist? Natürlich, euer Ehren. Nun, das ist interessant. Ich würde es gerne selbst wissen. Nun, wer ist er? Stellen Sie sich nicht dumm von Karma. Herr Wright, bitte sagen Sie uns den Namen des Zeugen. Sein Name ist Yanni Yogi, ein ehemaliger Gerichtsdiener. Yogi, der Name sagt mir was. Oh, Yanni Yogi, genau, von dem Fall DL6. Ich dachte mir, dass der Richter was davon gehört hat. Es war ein berühmter Fall. Aber was bedeutet das? Euer Ehren, wenn dieser Mann Herr Yogi ist, dann hat er ein eindeutiges Motiv. Nein, Herr Wright. Wieder voreilige Schlüsse, was? Dieser Mann, der Zeuge, ist Yanni Yogi faszinierend. Wie dem auch sei. Wie wollen Sie das dem Gericht beweisen? Dies ist ein Gericht, wie Sie wissen. Wir brauchen Beweise. Und ich darf mich nochmal wiederholen. Der Zeuge hat sein Gedächtnis verloren. Das ist es. Ich muss es jetzt tun. Wenn ich hier und jetzt nicht beweisen kann, dass er Yogi ist, dann war's das. Nick, wie willst du es beweisen? Wie kannst du es beweisen, dass er Yanni Yogi ist? Beruhige dich. Es ist eigentlich ganz einfach. Euer Ehren? Nehmen Sie bitte die Fingerabdrücke dieses Mannes. Dann können wir sie mit denen von Yanni Yogi vor 15 Jahren aus den Akten vergleichen. Verstehe, das klingt sinnvoll. Hä? Es tut mir wirklich furchtbar leid, Herr Wright.
Warum? Der Zeuge hat keine Fingerabdrücke. Was? Keine Fingerabdrücke? Wie soll das denn gehen? Sehen Sie ja, bevor ich als Bootsverleiher jetzt arbeitete, ne, war ich in einer Chemiefabrik. Ich verbrannte mir die Finger mit dem Zeug. Jupp. Scheiße, wa? Was? Yogi, Sie Schurke! Sie verbrannten Ihre Fingerabdrücke selbst, um Ihre Vergangenheit zu verstecken. Nun, wenn der Zeuge keine Fingerabdrücke hat, denke ich, können wir seine Identität nicht beweisen. Nein! Nun, was werden Sie tun, Herr Wright? Wie es aussieht, ist der Fall entschieden, nicht? Nein, ich weiß, was passiert ist. Ich weiß alles. Ich kann es nur nicht beweisen. Aber nein, ich kann es nicht so enden lassen. Nein, ich kann nicht verlieren. Es muss einen anderen Weg geben. Niemand kann bezeugen, wer der Zeuge ist. Niemand. Nick, was sollen wir tun? Ich hätte nie gedacht, dass er seine Fingerabdrücke auslöschen würde. Was mache ich bloß? Nun, Herr Wright, vielleicht wollen Sie zur allgemeinen Belustigung den Papagei verhören, hä? Ja, sehr lustig. Sie sind ein schlechter Gewinner von Karma. Moment mal. Den Papagei verhören? Was ist, Nick? Nein, du wirst nicht. Euer Ehren? Die Verteidigung möchte gerne auf von Karmas Vorschlag eingehen. Auf den Vorschlag eingehen? Auf mein... Was? Richtig. Ich würde den Papagei des Zeugen gerne ins Kreuzverhör nehmen. Ruhe! Oh fuck, jetzt wird's ja richtig interessant. Was denken Sie von Karma? Müssen Sie wirklich fragen? Das ist eine Farce, ich erhebe Einspruch. Warten Sie, ich muss eben was trinken. Diese ganzen Stimmen machen, ey, das geht echt auf die Kehle. Der Vorschlag, den Papagei zu verhören, kam von Ihnen, von Karma. Ich habe ein Recht zu tun, was Sie vorgeschlagen haben. Nun, wenn Sie so verzweifelt sind, tun Sie's. Wenn Sie es aber tun und nichts dabei rauskommt, sind Sie hoffentlich bereit, die Konsequenzen zu tragen. Nick, das ist verrückt. Nun, wollen Sie Ihr Spielchen immer noch spielen? Ja. Ich will den Papagei verhören. Ich glaube, es geht los hier. Ich brech ins Gummikartell hier. Bah. Ich werde ihn ins Kreuzverhör nehmen, euer Ehren. Das ist das Lächerlichste, das ich je gehört habe. Von Karma hat jede Zeugenaussage, jedes Beweismittel manipuliert. Außer den Papagei. Er ist meine letzte Chance. Zumindest glaube ich das. Gerichtsdiener, bringen Sie den Papagei! Verdammte Axt. Den Papagei. Ich glaube, es geht los. Oh. Welch schöner Vogel. Wie heißt du? Name. Der Zeuge ignoriert mich. Es tut schon weh, von einem Vogel ignoriert zu werden. Nun gut, Zeuge. Wer ist dein Besitzer? Sag bitte für uns aus. Wer ist dein Besitzer? Hallo! Das ist wirklich die kürzeste Aussage, die wir bisher gehört haben. Nun gut, fangen Sie mit dem Kreuzfeuer an. Na gut. Was willst du tun, Nick? Ich weiß nicht, was sollen wir machen, Maya? Oh, verdammt. Hallo! Wir müssen richtig mit ihm reden. Zeuge, du kannst nicht einfach nur Hallo sagen und denken, dass das genug ist. Ich möchte eine Aussage. Maya, red du mit ihm. Gut. Was soll ich sagen? Sollte ich ihn vielleicht dazu bringen, seinen Namen zu sagen? Polly, wie heißt du? Polly. Herr Wright! Ich glaube, wir wissen schon, dass der Papagei Polly heißt. Hat das etwas mit der Identität des Besitzers zu tun? Nee. Nun, ich glaube, es hat nicht wirklich was damit zu tun, nein. Stellen Sie bitte nur Fragen, die den vorliegenden Fall betreffen. Nun gut, Zeugin. Fahr mit deiner Aussage fort. Kann ich das auch angreifen?